7 und jetzt geht es bei uns um ein großes Ereignis, das morgen in Freiburg stattfinden wird. Hoffentlich wieder mit Volksstimmung, mit Volksfeststimmung. Und zwar beim 7. Freiburg-Marathon. Der wird morgen wieder ausgetragen. Wir lassen übrigens zwei gegeneinander antreten. Er ist Jahrgang 1937 und seit 6 Jahren regelmäßig bei Halbmarathonläufen am Start. Und sie ist unsere 24-jährige Reporterin Heidi BH. Sie will versuchen, beim Halbmarathon mit Willi Schauput aus Efringenkirchen mitzuhalten. Doch bevor es dann morgen auf die rund 21 Kilometer lange Strecke gehen soll, haben die beiden diese Woche schon einmal gemeinsam mit Willi Schauputs Laufgruppe trainiert. Und die Teilnehmer der Laufgruppe, die wissen, was für ein Top-Sportler der 73-Jährige ist. Der Willi ist ein Vorbild für uns alle. Er ist zäh, er ist ehrgeizig, er möchte immer vorne mitlaufen. Der Willi ist topfit und springt wie ein junges Reh. Die Frauen laufen gerne hinter ihm her. Wegen seiner knackigen Figur, die er hat mit seinem Alter. Also schon überfit, der Willi, mit seinem Alter. Und gegen diesen Mann muss ich laufen, wenn da meine Jugend hilft? Was meinen Sie? Bestimmt. Wenn man den schaut, läuft man gerne nach. Es macht Spaß und es klappt. Hundertprozentig. Eigentlich darf man sich nicht ablenken lassen, wenn man mit ihm läuft. Nicht? Er jammert, aber er ist topfit. Also hier bekomme ich schon die richtigen Strategien, um mit dir mithalten zu können, Willi. Warum nicht? Weiß ich. Ich persönlich gewinne jedes Mal, wenn ich noch irgendwo so einen Lauf mitmache. Oder wenn ich mich überwinde, wie am Montag, wenn es regnet und schneit. Meine Hoffnung ist immer, dass ich gut durchkomme und mehr wollen wir gar nicht. Wie ist dein Trainingsprogramm jetzt so gewesen für den Halbmarathon? Ja, mir fehlen noch ein paar Kilometer auf dem Tacho dieses Jahr. Aber es misst länger, für den Halb misst länger. Sind wir alle? Also, auf los geht's los. Kommt, ab! Wir sind zwar der Hälfte der Strecke angekommen. Und wie ist die Strecke bis jetzt gewesen? Nicht schlecht. Halt ein paar Bügel drinnen. Aber ohne Bügel geht's nicht. Bei uns im Markgräflerland. Und wie machen Sie das, in Ihrem hohen Alter noch so fit zu sein? Gibt es da ein Rezept dafür? Gesund leben einigermaßen. Und trainieren, so oft wie es geht, so oft wie man Lust hat. Alles klar, dann trainieren wir mal weiter. Schwer atmen nach dem Schlussspurt, haben wir es geschafft. Die 10-Kilometer-Strecke durch die Reben ist geschafft. Wunderbar. War weniger anstrengend, wenn ich gedacht habe. Und wie sieht's aus? Der Halbmarathon, der klappt mit uns beiden? Der klappt auf jeden Fall. Mit guter Hoffnung. So, wir sind wieder da und haben es geschafft. Prima Gange. Alles war gut, ja, wir haben es gut geschafft. Toll. Sind Sie manchmal ein bisschen besorgt oder haben Sie Angst? Wenn er alleine unterwegs ist und gerade im Winter, wo er auch schon mal ausgerutscht ist und Knie verletzt hat oder irgendwas, das ist dann schon immer ein bisschen komisch. Aber im großen Ganzen, glaube ich, weiß er, was er sich zumuten kann. Wie gesund ein Halbmarathon im Alter von 73 Jahren noch ist, wollte ich genauer wissen und habe bei einem Sportarzt nachgefragt. Eckhard Schreiber, gibt es mehr Risiken im Alter? Es gibt natürlich mehr Risiken im Alter. Und muss einfach sagen, ich bin eben keine 30 mehr, aber ich habe Spaß dabei. Wichtig ist eigentlich an allem, dass man mit Freude rangeht. Ja, und diese Freude, die wünschen wir den beiden natürlich für den Halbmarathon morgen und wir drücken die Daumen und sind gespannt, wie die beiden den Halbmarathon bestreiten werden. Beider Ziel übrigens, sie wollen unter 2 Stunden laufen und vor allen Dingen gesund und heil ins Ziel ankommen. Und wie es ausging, das werden Sie gleich am Montag hier bei uns im Programm hören, in dieser Frühsendung zwischen 6 und 9 in SWR 4 Baden-Württemberg. Aus dem SWR-Studio in Freiburg bis 9 Uhr heute Morgen. Und in dieser halben Stunde geht es zum Beispiel darum, vor dem Freiburg-Marathon. Reporterin trainiert gegen fitten Seniorläufer. Let's Dance, also aufs Tanzen heute, werden Tausende in der Region sicher verzichten, denn sie haben dicke Blasen an den Füßen,
womit wir um 8.13 Uhr beim Thema wären. Vorfahrt für Läufer. Freiburgs Innenstadt war gestern weitgehend für den Verkehr gesperrt, denn zum 7. Mal fand der Freiburger Marathon bzw. Halbmarathon statt. Tausende Laufbegeisterte waren angetreten, haben sich durch das nasskalte Wetter nicht abhalten lassen. Mitgemacht beim Halbmarathon haben auch unsere 24-jährige Reporterin Heidi BH und der 73-jährige Willi Schauphut aus Efringenkirchen. Die beiden sind sozusagen gegeneinander angetreten, wobei Willi Schauphut gut trainiert schon zum 7. Mal dabei gewesen ist, die junge Reporterin zum 1. Mal. Wie die Sache ausgegangen ist, das hören wir jetzt. Mit jeder Minute, mit der Willi Schauphut und ich dem Start näher kommen, wächst mein Respekt vor der 21-Kilometer-Strecke, muss ich zugeben. Willi, wie geht's dir? Du bist ja schon ein bisschen erfahrener. Mir geht's so wie gut, aber ich habe auch schon ein bisschen Böbeln und Mohren im Bauch. Das, gut geschlafen heute Nacht? Nein, leider nicht. Ich weiß nicht, woran das gelegen ist. Ich war um 3 das erste Mal wach und ziemlich früh raus. Um 6 Uhr schon mit dem Hund spazieren und dann Frühstück. 4, 3, 2, 1. Das war also der Start, aber wir stehen immer noch. Du musst noch nicht rennen. Es ist noch alles zu, es ist noch alles verstopft da vorne. So, jetzt hat mich der Willi fast schon abgehängt. Ja. Ich schnaufe auch schon wie der alte Dampflok. Wie viele Kilometer haben wir denn? Jetzt haben wir 13,96, ganz genau. Und das merkst du halt, gell? Aber flott ist die Atmosphäre da. Die Musik, die stellt einem also wieder auf, ne? Jetzt muss man echt sagen, die Zuschauer, die machen einiges aus bei so einem Rennen. Ja. Immer dann, wenn es mal besonders schwierig erscheint, weiterzumachen, dann kommt jemand und klatscht. Da kommt so eine richtig fetzige Kapelle und danach geht es wieder fast allein. Also wir haben unsere Rolle duscht. Ich mache jetzt das Interview. Die Reporterin hat schon ganz rote Bettli. Naja, also es geht gerade noch so. Aber ob ich ins Ziel komme? Das schaffen wir. Das sind ja nur noch 3 Kilometer. Das ist gar kein Problem. Meine Wadenmuskeln ziehen sich zusammen. Das sind so kleine Kirschkerne, so fühle ich es jedenfalls. Und mindestens so hart. Willi? Das ist doch ein schönes Gefühl, oder nicht? Wenn man 21 Kilometer erreicht hat, in einer formidablen Zeit. 1,59. Oh. Unterwegs habe ich nicht gedacht, dass wir es nicht packen. Unter 2 Stunden. Ich bin also immer noch zufrieden mit mir. Und mit dir sowieso.